Heute mal einen kleinen Nachtrag zu einem Thema, was mich eigentlich sehr angesprochen hat. Ich verfolge Beiträge von einer ganz lieben YouTuberin, die was ich sehr schätze. Und sie hat heute über ein Thema gesprochen, muss ich sagen, wo ich einige Ergänzungen notwendig sind zu dem Thema Schamanismus. Und ich muss sagen, Schamanismus oder eher zum Großteil in der westlichen Welt Scharlatanismus, weil es rennen, würde ich sagen, sehr viele Scharlatane und Scharlataninnen herum, aber doch keine echten Schamanen. Es gibt hier sehr viel Missinformation. Warum ist es wichtig? Menschen suchen natürlich, suchen nach Antworten und können natürlich auch in die Fänge eines sogenannten Schamanen oder Schamanin kommen und sich dort im Endeffekt nicht nur das Geld aus der Tasche ziehen lassen, sondern das, was viel schlimmer ist und größere Tragweite, somit einfach in tiefe seelische Abhängigkeiten und Verstrickungen kommen, die was oft sehr gefährlich sein können, und dazu möchte ich einfach ein paar Sachen sagen. Also ich habe mich mit den Themen natürlich auch auseinandergesetzt, auch etwas in der Praxis. Ich kann natürlich allen, die was sich zumindest einmal mit dem Thema auseinandersetzen, bitte mal empfehlen, nicht unbedingt einen bezahlten Kurs zu machen, weil die Grundtradition der echten Schamanen lautet, es gibt zwei Grundtraditionen: Das Wissen darf nicht erwerblich und verkäuflich sein. Das heißt, wenn da irgendwer einen Kurs anbietet, eine Schamanensitzung, und es kostet Geld, dann ist es ein Scharlatan, weil es gegen die schamanische Tradition verspricht. Ich kann hier empfehlen, wo habe ich jetzt das Buch? Die kosmische Schlange. Ein Standardwerk, wie gesagt, unter anderem, das war ein Ethno. Ich sage jetzt auf jeden Fall ein Wissenschaftler, der was sich quasi dann hier einfach auch mit den Schamanen in den indigenen Völkern auseinandergesetzt hat, mit ihnen gelebt hat und schreibt einfach auch, und er schreibt gleich auf der ersten Seite als seriöser Wissenschaftler: Diese Dinge erfährt man, wenn man Ayahuasca trinkt. Das heißt, eine Tradition der Schamanen ist, also wie gesagt, wie erkennt man einen echten Schamanen oder Schamanen von unechten? Punkt 1: Ein echter Schamane wird niemals Geld verlangen von dir. Und zweitens, ich komme jetzt einfach auf eine Quelle, eine seriöse wissenschaftliche Quelle, kann jeder lesen. Das spricht man aus der Seele, aber es steckt ja an der ersten Seite. Also es geht darum, einfach um einen sehr ernsthaften Beruf. Nur ein echter indigener Schamane, Schamanin kann seinen Adepten auswählen. Dieser Adept wird einer ganz, ganz strengen Prüfung unterzogen. Das kann man nicht mit irgendeinem komischen Schamanenkurs hier im Westen machen, sondern da muss man dort wirklich im Dschungel leben. Und der Schamane wird dann in das Geheimwissen der Pflanzengeister, einfach wie er kommuniziert, einfach den Adepten einführen, wenn er ihn annimmt, nach einer strengen, harten Vorbereitung, sprich Auswahl. Diese Dinge erfährt man, wenn man Ayahuasca trinkt. Ein zweites Kriterium: Es gibt eigentlich keinen Schamanismus ohne Drogenerfahrung. Wir sind durch die westlichen Schubladendenken, es ist ja nur Bier erlaubt und Tabak, die Drogen, die was im Endeffekt nichts bringen, so dermaßen Gehirn gewaschen oder Gehirn verseucht, dass einfach Scharlatane, Schamanen, die was hier Schamanismus betreiben, das ausklammern. Aber das ist genau das Gleiche, wenn zum Beispiel ein Soldat einfach sagt: Okay, ich bin Soldat ohne Waffe, oder zum Beispiel ein Chirurg ohne Skalpell, genauso ein Schamane ohne psychedelische Drogen ist kein Schamane. Das wird in der westlichen Welt komplett ausgeklammert. Warum? Weil man natürlich Profit machen will, nicht Probleme kriegen will mit dem System und so weiter, sondern einfach dem System gehörig ist. Und somit ist man kein Schamane, sondern ein Scharlatan. Ich habe mittlerweile mitgekriegt, es gibt sogar Schamanen, sogenannte Schamanen, die bieten Ayahuasca-Sitzungen an, um 500 Euro pro Person. Ja, geht's nun? Scharlatismus zum Quadrat. Ich rede jetzt einmal ernsthaft auf die Worte, weil es hier um die Seelenheilen geht. Menschen, die was jetzt anvertrauen, solch einen Kurpfuscher und Kurpfuscherinnen, gehen auch durch seelische Bindungen ein, die was sehr gefährlich für eine spirituelle Entwicklung sein können. Ich verweise hier auch natürlich auf Carlos Castaneda, Lehren des Don Juan, auch ein Standardwerk, unbedingt einmal zu lesen. Über den Christian Rätsch brauche ich nicht reden. Also ein faszinierendes Werk, wo es auch sehr gut darum geht, auch zum Beispiel durch ein Standardwerk. Auch der Dr. Hofmann war natürlich
in Südamerika und Mittelamerika und hat dort quasi auch mit Schamaninnen und Schamanen besucht, hat durch den Geist der Pilze ihn extrahiert in einem Labor, hat dann bevor er diese Tabletten veröffentlicht hat, den Schamaninnen das gebracht und die haben das gekostet und sie haben gesagt, ja, der Geist ist enthalten. Standardwerk natürlich Aldous Huxley, Himmel und Hölle, das ist ganz klar. Auch Standardwerk, wie gesagt, mit hunderttausende Büchern. Ne? Und natürlich auch ein wichtiges Buch, sage ich jetzt einmal grundsätzlich einmal, es ist eine Doktorarbeit, die was da hier geschrieben worden ist. Sehr ein Standardwerk. Also alle, die was sich mit Schamanismus beschäftigen sollten, kommen um zwei Punkte nicht hinweg. Punkt 1 oder 3. Eine strenge, disziplinierte Ausbildung, Set und Setting. Sie brauchen einen indigenen Schamanen, der was sie initiiert. Sie müssen sich mit hochpsychedelischen, psychoaktiven Pflanzen und Drogen auseinandersetzen und sie dürfen ihr Wissen nicht quasi gewerblich betreiben. Das sind diese Punkte. Und wann irgendwer aus dieser schamanischen Tradition, die was man auch hier nachlesen kann, sage ich es mir eindeutig, der was einige Jahre mit Schamanen verbracht hat, bricht, dann ist er ein Scharlatan und kein Schamane. Also ich sage das aus dem Grund nicht als Angriff, sondern ich mache mir Sorgen, weil ich heutzutage so viele Kurpfuscher um und um rennen, die was nicht primär an deiner Geldtasche interessiert sind, sondern möchten dich seelisch binden, dass sie von dir Energie abzapfen können und man bewegt sich dann wirklich in sehr gefährliches Terrain. Ich selber habe natürlich auch Erfahrungen gemacht. Ich bin kein Schamane. Ich habe nicht. Erstens einmal hat mich kein Schamane initiiert. Zweitens würde ich wahrscheinlich diese strenge Ausbildung nicht durchlaufen. Ich habe natürlich doch mich erlaubt, mit psychoaktiven Substanzen auseinanderzusetzen, unter anderem Ayahuasca. Und Ayahuasca war für meine Seele so wunderschöne Erfahrung. Also Ayahuasca war so sanft zu mir. Auch Peyotl habe ich ausprobiert. Peyotl, muss ich sagen, war Mescalito, war nicht. Er war launisch, muss ich sagen. Launisch. Und wir Menschen des Westens sind nicht umsonst in der westlichen Hemisphäre, so wie es inkarniert, diese Pflanzendrogen. Also ich habe auch hawaiianische Holzrose ausprobiert und das ist wirklich mitunter eine sehr strange Erfahrung. Ich habe damit ein Video gemacht, das was ich nicht jedem empfehlen sollte, nur wenn man sich wirklich intensiv darauf vorbereitet. Aber ich glaube, für diese Pflanzengeister, dass wir in Verbindung treten können, müssen wir dementsprechend schon von der westlichen Denkweise einfach und auch unser Körper, unser Geist gereinigt sein. Sonst werden die Pflanzen, die sagen uns die Wahrheit und die kann oft sehr brutal sein. Als Übergang, wer sich natürlich jetzt mit Dingen beschäftigt, gibt es natürlich auch halbsynthetische Arzneimittel, die was jetzt für unseren Körper und für unseren Seelenzustand viel besser geeignet sind. Sprich Lysergsäure, Diethylamid, aber auch hier kann ich eine Warnung aussprechen. Nicht für leichtfertige Geister. Aus dem Balkon springen die. Das war im Endeffekt, Osmond war eine CIA-Aktion, eine False-Flag-Aktion vom Deep State, um eigentlich gewisse psychedelische Drogen, sprich LSD, aus dem Verkehr zu ziehen, flächendeckend. Auch hier, wer sich damit auseinandersetzt, wird sehr schnell erkennen, dass es nicht so ist, wie es die öffentlichen Medien oder die Schulpropaganda oder Regierungspropaganda oder die Zeitung berichtet, sondern die Wahrheit hier ganz anders gestrickt ist. Und somit im Zweifelsfalle ist es eine Entscheidung, die was man sehr gut bedenken muss. Ich kann nur hier eine Warnung aussprechen, nicht leichtfertig mit psychedelischen Drogen umzugehen. Wie es Abdroschin ersagt und vermerkt, die Seele muss vorbereitet sein. Wenn die Seele nicht vorbereitet ist, dann wird sie oft in ein Bewusstseinsfeld hinausgestoßen, wo sie bereits noch gar nicht die Fähigkeit hat. Also da können natürlich jetzt sehr viele Erfahrungen sehr verstörend sein, wenn einfach die Seele nicht bereit ist dazu. Drum gibt es den Schamanen und den Weg des Schamanen, der Schamanin. Ich komme nochmal zurück dazu. In Schamanismus lernt man nicht, indem man einen westlich bezahlten Kurs besucht, sondern indem man einfach nach Südamerika oder Mittelamerika reist. Dort wirklich auch das Universum freien Lauf lässt, dass ein Schamane oder Schamanin mich aussucht als Adept, dort ich mich seiner strengen Ausbildung bedingungslos unterwerfe und
vielleicht nach ein, zwei Jahren dieser Prüfungszeit kann dann der Schamane sagen, okay, ich nehme dich auf und dann fängt er nicht das ganze Training an. Also lasst euch nicht verschaukeln und es geht primär nicht, dass ich einfach Scharlatan, es rennen sehr viele Scharlatan im Westen herum, sogenannte Schamanen und Schamaninnen, die, was euch nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen, aber viel gefährlicher ist, sie wollen deine Seele binden. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, dass dieser Beitrag ein kleiner Impuls war, auch zum Nachdenken und einfach zum kritisch bleiben.